Speichern. Wieder 1000 Jahre vergangen. Hoffentlich geht es jetzt schnell mit der Phalanx, bevor die Piraten wiederkommen. Aber die Chinesen wollen mit uns reden. Und natürlich reden wir mit denen. So, die haben wieder. Die wollen wieder Wissenschaft tauschen. Die wollen Mathematik oder Mystizismus. Wir nehmen Mathematik. Und. Oh, die wollen noch mehr Wissenschaft tauschen. Okay. Gut. Also ich finde, der Frieden zwischen China und Rom ist durchaus vorteilhaft. Was sagt denn jetzt der Wissenschafts... Ah, wir erforschen die Monarchie, das hat also keinen Einfluss auf die gewonnenen Erkenntnisse. So, in Revivalist warten wir immer noch auf die Phalanx. 1, 2, 3 Runden noch. Die Zulu haben den Leuchtturm gebaut. Okay. Der Leuchtturm gibt Bewegung. Movement Rates genau auf dem Seeweg. So, wir haben unsere Phalanx sehr gut. Und unsere Stadt ist gleichzeitig gewachsen. Auch sehr gut. Dann machen wir hier gleiches Spiel und bauen auch hier eine Kornkammer für zügiges Wachstum. Es ist irgendwie also gefühlt, also nach meinem Gefühl zumindest, ist es Pflicht für alle. Und wir haben hier oben nochmal einen Siedler. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, in welche Richtung wir da gehen wollen. Wir haben jetzt hier New Cooktown als Gegengewicht zu Peking. Was ich gut und wichtig finde. Die Miliz steht mir hier aber auch ganz gut im Weg, dass hier keiner durchkommt. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wäre jetzt die Überlegung, wie gehen wir jetzt voran mit unserem Siedler? Also wir könnten jetzt hier Straßen nämlich bauen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Die zwei Städte mit Straßen. Wir haben hier keinen Fluss zwischendrin. Wir müssten jetzt eigentlich hier oben. Ah, wir können das Land sogar umwandeln. Aber wir bauen jetzt erstmal eine Straße. Genau, wir bauen eine Straße. Aber das heißt, wir könnten das auch zu einem Wald umwandeln. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weil hier der Sumpf, der gibt uns gar nichts. So. Ende der Runde. Die Straße müsste uns mehr Handelsmöglichkeit geben. Und in Rom haben wir jetzt auch eine Bibliothek. Jetzt müssen wir schauen, dass Rom ein bisschen wächst. Kriegen wir hier noch irgendwo Wachstum rein? Nee, ne, die geben auch alle nur eins. Das gibt alles nur eins. Und hier haben wir auch nur eins. Ne, dann bleiben wir bei Produktion. Müssen jetzt aber schauen, dass hier jemand reinkommt, der entsprechend mit... Wir schicken den Siedler nach unten und lassen den Bewässerung bauen. Dann haben wir mehr Wachstum. So, und dann bauen wir jetzt hier. Wir könnten militärisch aufrüsten. Das machen wir. Wir könnten jetzt natürlich hier eine Offensiveinheit mal bauen. Aber ich glaube, wir bauen einfach eine Phalanx. Erkunden dann Richtung Süden. Und wenn wir einen guten Siedlungsplatz haben, können wir diesen Siedler einfach, wenn er hier seine Straße gebaut hat und hier noch eine Bewässerung gebaut hat, dann können wir den einfach weiter nach Süden schicken und dann kann er hier die nächste Stadt gründen. So der Plan. So, in Indien wurde das Orakel gebaut. Das Orakel gibt verdoppelt den Effekt von Tempeln. Das ist natürlich auch praktisch, vor allem, wenn man viele große Städte hat, ne? Da müssen wir jetzt hier oben aufpassen. Oh, wir sind hier schon beim zweiten Siedler. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir haben hier. Wir müssen einfach oder wir bauen einfach den Tempel. 10 Runden, das könnte auch hinhauen.
Dann können wir die Stadt noch mal wachsen lassen. Ja, lassen wir die Stadt noch mal wachsen. Wir könnten hier eine Bewässerung hinbauen. Dann haben wir hier noch mehr Wachstum. So, das Coole hier ist, man kann einfach während der Produktion umswitchen. Also man verliert dadurch nicht die Produktion für das, was man. Also man kann einfach das Projekt wechseln. So, Monarchie. Wir haben jetzt die Monarchie. Was bringt uns die Monarchie? Wir können Feudalismus erforschen. Können wir direkt sogar machen. Astronomie ist. Was gibt uns Feudalismus? Gar nichts. Hilft uns nur weiter, um dann auf Kavallerie zu gehen. Mapmaking bräuchten wir für Schiffe. Ich habe jetzt aber noch keinen Bedarf, aufs Meer zu gehen, weil wir haben an landmäßig noch genug zu erforschen. Astronomie gibt uns Kopernikus Observatorium. Das müsste Wissenschaft geben. Navigation, Gravitationstheorie. Navigation, Kopernikus. Wir haben auch mal Kartenstellung. Das ist, kann man auch ein bisschen beachten vom Level her, was die einzelnen Forschungen sind. So, dann machen wir jetzt hier Bewässerung rein. Wir müssen wieder mit dem Geld aufpassen. Die Chinesen möchten mit uns reden. Vielleicht haben die wieder was zu tauschen. Ach ja, your civilization makes us laugh. We will agree not to crush your worthless civilization in exchange for the secret of monarchy. Die erfordern das einfach ein. Aber wir ignorieren mal diese hohlen Forderungen. Aber sie schätzen trotzdem die Freundschaft. Und wir sind natürlich weiterhin froh über den Frieden. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du Wissen von uns haben willst, dann forsch einfach irgendwas, was wir brauchen und dann tauschen wir. Das ist eine über Jahrtausende etablierte Praxis, die wir auch gern beibehalten. Aber erpressen lasse ich mich nicht. So, okay. Hatten wir jetzt nicht gesagt, dass wir. Können wir jetzt nicht irgendwie die Regierung wechseln können? Revolution. Da würde mich jetzt interessieren. Hä? Landschaft, Militär, Stadtverbesserungen, Fortschritte. Nehmen wir das. Wir brauchen Republik, Monarchie. Was gibt uns die Monarchie? Units require one resource. Ah, normal economic effects. Das heißt, wir haben jetzt bei Despotismus haben wir einen Nachteil, weil wir verlieren Ressourcen, die wir erwirtschaften. Und military units in cities decrease. Ah, okay. Also wir verlieren eine Ressource pro Einheit. Können wir hier mal Despotismus? Genau, und wenn wir Felder haben, die drei oder mehr produzieren, verlieren wir jeweils ein eins. Also wenn wir drei Nahrung produzieren, bekommen wir nur zwei. Und wenn wir aber Militäreinheiten in Städten haben, wenn wir weniger Militäreinheiten als Einwohner in Städten haben, dann kosten die nichts. Und Militäreinheiten in Städten reduzieren Unwohlsein und unglückliche Leute. Okay, das heißt, wenn wir jetzt, die Frage ist, wenn wir jetzt Felder haben, die drei oder mehr also ich glaube vom gleichen Typ produzieren, dann hat das eine Auswirkung. Also wenn wir hier oben jetzt
Bewässerung hinmachen, wir würden dann zwei Narren produzieren, dürfte es eigentlich, weil wir haben jetzt, wir verlieren jetzt hier auch keinen Handel, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, nee, wir verlieren hier nichts. Nur wenn man gleich drei vom gleichen Typ hat, dann macht's was aus. Und dann würde ich aber darauf verzichten, weil wir haben jetzt hier. Ja gut, jetzt haben wir hier, wollen wir Bewässerung bauen, dann würden wir tatsächlich das verlieren. Also der Effekt geht jetzt hier flöten, den wir haben. Genau, da müssen wir einfach aufpassen. Aber dann würde ich das jetzt noch nicht wechseln, weil wir dann Produktion verlieren. Hier würden wir jetzt eine Produktion verlieren. Wir würden jetzt den einen Nahrung gewinnen, den wir hier durch die Bewässerung erwirtschaften, würden aber eine Produktion verlieren. Und wir haben hier eh schon wenig Produktion. Ne? Okay, genau, mit dem haben wir gesagt, gehen wir in den Süden. Wir verlieren immer noch Einkommen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel die Steuern hochziehen. Wie viel haben wir dann da? Vier Kosten haben wir und wir bekommen drei Einkommen. Das heißt, wir müssen unsere Steuern anheben. Das ist schlecht. So, jetzt haben wir Einkommen 6. Ausgaben 4. Wir sind 2 im Plus. Die Engländer haben die hängenden Gärten erforscht. Eine glückliche Person pro Stadt. Das ist auch gut, wenn man große Städte hat. Ja. Ah ja, genau. Also wir sind immer noch gering im Einkommen, aber es ist jetzt gerade von 6 auf 8 gestiegen. Also da ist eigentlich alles in Ordnung. So, und hier können wir uns das nochmal anschauen. Das haben wir jetzt fertig, aber wir bekommen hier keins dazu. Wegen Despotismus bringt uns das jetzt nichts. Das heißt, wir verfolgen weiterhin das Ziel, hier die Straße zu bauen. Okay, unsere Bevölkerung hier ist gestiegen. Haben wir jetzt zwei. Wir haben jetzt zwei Phalanxen gebaut. Hätte ich natürlich wechseln sollen vorher. Große Mauern, Pyramiden. Finde ich jetzt alles nicht so spannend. Wir können natürlich gucken, Marktplatz erhöht dann unser Handelseinkommen bei 50%. Das heißt, wir haben jetzt 3 bei 50%. Wahrscheinlich wird es abgerundet. Wäre eins mehr. Also wir würden durch den Marktplatz eine Münze mehr bekommen. Kostet aber auch eine Münze. Das heißt, wir würden jetzt nichts gewinnen dadurch. Wir könnten Militäreinheiten bauen, aber da haben wir jetzt gerade einen Haufen Phalanxen gebaut. Also defensiv sind wir echt gut aufgestellt. Ich würde Stadtmauern bauen. Die kosten 2. Die sind halt schon teuer. Aber wir haben Defense-Vorteil von 200%. Katze, du kratzt da mal ein Mikrofon. Das machen wir. Ich will hier immer noch kein Siedler, aber ich will keinen Bevölkerungsverlust. Wir haben jetzt hier, es geht jetzt gerade auf. Ne? Wir wachsen nicht mehr, wir sind bei 4. Wir wachsen nicht mehr. Und wir schauen jetzt, dass wir hier Bewässerung reinbekommen, dann haut es hin. Aber dann können wir jetzt den einen nach oben schicken. In den Norden. Hier bauen wir eine Straße. Hier unten gucken wir uns mal um. Mit dem gehen wir in den Norden. Wir haben einen Tempel gebaut. Das heißt, wir können jetzt in der Stadt auch nochmal wachsen wollen. Werden wir auch gleich. Da ist die Frage, wo wir dann mit dem Wachstum. Vielleicht wäre es sinnvoll, hier eine Mine zu bauen. Was bauen wir denn hier? Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir jetzt nicht. Dass wir jetzt nicht so viel Gebäude bauen, weil wir halt dann kostenmäßig ins Hintertreffen geraten. Ne? Wenn wir jetzt die Bibliothek bringt uns Wissenschaft um 50%, aber wenn wir nur eine Wissenschaft haben, dann ist das natürlich schlecht. Ne? Also entweder wir bauen Handel aus, um hier mehr zu erwirtschaften, dass wir wieder mehr auf Wissenschaft gehen können. Ich glaube, wir brauchen einfach einen Siedler. Die Stadt wächst jetzt dann gleich.
14 Runden, bis der Siedler da ist und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden, bis der die Stadt gewachsen ist. Das heißt, wir bleiben dann einfach bei 3 Einwohnern und haben den nächsten Siedler. Und mit dem müssen wir halt schauen, dass wir schnell eine Stadt bauen. Und der Siedler, der jetzt dazukommt, den lassen wir dann da eine Mine bauen. So machen wir es. Okay, und hier schauen wir uns jetzt mal im Norden um. Ah, noch ein Dorf. Einen fortgeschrittenen Stamm. Ach, wir kriegen eine Stadt geschenkt. Byzantinium. Nehmen wir. Cool. Ja, richtig cool. Mit zwei Pferden, gute Produktion. Hier haben wir zwei. Wir nehmen die zwei Nahrungen, dann wachsen wir schneller. Was bauen wir in der Stadt? Auch hier bauen wir einfach die Granary. Wachstum ist immer besser. Ja, das ist richtig stark. Genau, Bewässerung können wir hier nicht bauen, weil hier kein Wasser angrenzend ist. Ne? Wir müssten hier, also hier ist der Fluss angrenzend. Und ich glaube, vom Meer aus, das reicht auch. So, hier bauen wir jetzt Straßen. So, hier gucken wir uns jetzt trotzdem weiter um. Ich schätze mal, genau, das ist hier unten, das ist dann zu Ende. Die mächtigsten Zivilisationen, wir sind auf Platz 5. Ja gut, weil wir nicht so richtig krass viel Militär haben, haben wir jetzt so ein bisschen zurückgeschraubt. Genau, hier unten ist jetzt nichts mehr. Das heißt, von unten kann es jetzt auch keiner reinrutschen, außer übers Meer natürlich. Können wir jetzt nochmal überlegen, wie es mit Stadtbau ausschaut. Also wir haben hier 1, 2, also bis zum Fluss ist ausgeschöpft. Hier ist dementsprechend auch zu. Hier sind wir bis zu den Pferden rüber, haben wir ja alles. Jetzt können wir überlegen, hier noch eine Stadt. 1, 2, dann rutschen wir hier rein. Da würden wir uns hier überschneiden. 1, 2, da würden wir uns dann überschneiden. Moment, das ist schräg hoch, ist es nur 1. Ne? Genau. Also wenn wir hier wären, würden wir das Feld bewirtschaften. Und das, 1, 2. Das und das, aber das nicht mehr. Ja, aber es wäre trotzdem eine Überschneidung, ne? 1, 2, genau. Wir würden uns hier. Hier würden wir uns überschneiden. Ne, das machen wir nicht. Hier kommt nichts mehr rein. Hier sind wir jetzt quasi gesättigt, sagen wir es mal so. Und jetzt können wir dem hier sagen, die Frage, wie geht es? Ist es Home City? Genau, jetzt ist der Teil von Byzanz. Ne? Jetzt haben wir dem hier Byzanz zugewiesen. Sehr gut. Und den befestigen wir uns hier. So ist das doch gut. Dann können wir jetzt direkt hier oben schauen, ob wir oben noch eine Stadt unterbringen können. Und da müssen wir fast langsam schon schauen, ob wir nicht. Wir können unsere Festung ausbauen. Sehr gut. Da müssen wir fast langsam schauen, ob wir nicht über den Seeweg tatsächlich doch uns fortbewegen. Je nachdem, wie die Chinesen hier oben jetzt unterwegs waren. Ja, hier ist auch wieder zu Ende. Die Chinesen möchten mit uns reden. Vielleicht haben sie jetzt was zum Tauschen für die Wissenschaft. Er grüßt uns auf jeden Fall. Unser respektloses Verhalten. Ich weiß gar nicht, was er meint. Aber sie bleiben im Frieden mit uns. Das ist doch schon mal gut. So, schauen wir uns das nochmal genauer an. Nee, da ist keine Landzunge mehr oder so. Dann, was haben wir gesagt? Wir wollten hier Bewässerung schaffen. In Revivalist bauen wir noch eine Kornkammer. Gut. Hier haben wir auch ordentlich Lebensmittelproduktion. Hier geht es richtig ab. Ja, das ist der Fluss. Der Fluss ist mächtig.
Dann, was bauen wir denn hier? Ich glaube, wir bauen hier auch die Stadtmauern. Das hatten wir vorhin. Ja, aber das ist natürlich auch. Stadtmauern sind echt teuer. Aber hier haben wir jede Menge Handel. Das heißt, hier würde sich doch der Marktplatz 50%, also würden wir hier zwei erwirtschaften. Das würde sich doch lohnen. Und Wissenschaft, also Marktplatz und Bibliothek bauen wir hier. Ah, Moment, wir wachsen. Wir brauchen erst einen Tempel. Ja, wir brauchen einen Tempel, weil wenn wir hier weiter wachsen. Ab 4 Bewohnern gibt es Ärger. Also brauchen wir erst den Tempel. Okay, und hier können wir jetzt Bewässerung bauen. Ja, wir bauen hier Bewässerung. Dann schauen wir uns mit der Phalanx weiter um. Genau, wir haben noch einen Siedler gebaut in der gleichen Stadt. Es geht aber noch raus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir übers Wasser kommen, wenn wir mit unseren Siedlern noch Städte gründen können, wollen. Was brauchen wir hier? Den Tempel haben wir schon gebaut. Das hatten wir gerade schon. Wir haben hier nur 3 Handel. Das heißt, das bringt uns jetzt spontan nichts. Das bringt uns jetzt spontan nichts. Bibliothek. Das ist das Gerichtsgebäude. Reduziert Korruption um 50%, aber Korruption haben wir nicht. Ja, ich würde sagen, 6 Angriffe, ja krass. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier mal ein bisschen Militär. Haben jetzt gerade nichts anderes zu bauen. Genau. Und dann wäre hier oben, wäre höchstens, dass wir hier was bauen. Dann haben wir hier krass Überschneidung. Aber das nützt ja nichts. Weil hier drüben wird kein Platz mehr sein. Da sind die Chinesen fleißig am Werk. Also wir haben ja eh gesagt, wir bauen jetzt hier erstmal eine Mine. Das war ja erstmal der Plan. Wenn wir hier die Stadt bauen. Ne, wir bauen hier eine Mine. Mine war wahrscheinlich M. Okay, also da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Genau. Hier ist jetzt Ende. Das ist die Frage. Vielleicht bauen wir hier unten einfach mal ein Schiff, wenn wir soweit sind. Bringt uns jetzt die Bewässerung hier oben was? Genau, haben wir jetzt eine Nahrung mehr. Das ist gut. Dann wächst die Stadt wieder weiter. Das heißt, wir können jetzt hier unten noch eine Bewässerung bauen. Das bringt uns was. Und dann würde ich hier in diese Richtung mit Straße weitermachen. Bringt uns das, die Straße bringt uns nichts. So, wie machen wir das jetzt hier? Und wir befestigen den jetzt hier einfach. Wir befestigen den einfach. Hier haben wir gesagt, bauen wir nochmal Bewässerung. Mehr Wachstum in Rom. Ende der Runde. Genau, hier oben haben wir jetzt eine Legion gebaut. Da haben wir eine Legion gebaut. Was bauen wir jetzt hier? Wir können jetzt nicht unendlich viele Militäreinheiten bauen. Die sind schon jetzt kostet ja was, ne? Wir haben jetzt hier 4 Einheiten, 3 Bewohner. Ab jetzt kostet es Produktion. Für Wunder haben wir hier zu wenig Produktion. Diplomat. Zählt er dann als einer? Als Einheit kostet er dann auch was? Wahrscheinlich. Baracken. Marktplatz. Ja, was soll's, wir bauen einfach einen Marktplatz. Der müsste sich zumindest selbst finanzieren und wenn wir dann gewachsen sind in der Stadt, dann bringt er uns was. Also von dem her machen wir das jetzt so.
Kann man denn irgendwo sehen, wo es jetzt weitergeht mit... Nee, wir sehen hier keine andere Küste. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Hier sind keine Küstenstreifen zu sehen. Also bleiben wir jetzt einfach mal hier oben. In Simbabwe wurden die großen Mauern gebaut. Die geben, dass man, also die kriegen immer ein Friedensangebot. Aber ich meine, dass man als Spieler nicht drin gebunden ist. Ja, und wir haben die Stadtmauern gebaut in Rom. Das ist auch gut. Wir haben die Stadtmauern gebaut. Ja, was können wir denn hier noch bauen? Marktplatz. Gleiches Thema, wir bräuchten mehr Handel. Bräuchten mehr Handel. Woher kriegen wir denn mehr Handel? Wenn wir eine Straße auf dem Fluss bauen vielleicht? Das weiß ich nicht. Das probieren wir aus. Wenn man es nicht weiß, dann probiert man es einfach aus. So. Ja, und den platzieren wir jetzt einfach hier provokant. Weiter können wir nicht. Das sind immer hier Kontrollzonen, ne, um die rum. Das sind Kontrollzonen. Dann befestigen wir uns da. Wir können wieder speichern. Es sind wieder 1000 Jahre vergangen. Und ja. Wir haben noch die Kartografie. Das heißt, wir können uns jetzt auch in Richtung Wasser bewegen. Das ist gut. Das ist quasi die nächste Episode. Ja, wir gucken uns mal in Richtung Handel um vielleicht. Und jetzt können wir über die Wässer und schauen uns nach anderen Kontinenten um, würde ich sagen. Wir sind 1000 Jahre vor Christus. Wir haben einige Jahrtausende hinter uns gelassen. Ich fand es cool. Es hat Spaß gemacht. Das ist echt voll das Retro-Feeling. Aber was ich total witzig finde, ist der Look und alles. Aber es ist ein Civilization-Spiel. Also vom strategischen Gedanken her. Ist es jetzt nicht viel anders als ein Civilization 6? Also klar, das hat mehr Komplexität und mehr Möglichkeiten, anderes Design, aber von dem Knobelfaktor her, mit wo setze ich meine Leute hin und wie viel Militär baue ich jetzt und was brauche ich als nächstes, ist es eigentlich das gleiche Feeling. Ja, finde ich ziemlich cool. Was natürlich auch witzig ist, es ist das gleiche Feeling, das heißt ja auch, dass sie es gut hinbekommen haben, in der Reihe dieses Feeling aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Also wenn man jetzt die Siedler anguckt zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Spiel geworden irgendwie als die alten Siedlerteile. Und auch wenn man sich Anno anguckt, das ist zwar gefühlt besser geworden, aber es ist auch nimmer das, was es mal war. Also es ist in das Anno 1800 ist in seiner Komplexität ja so krass anders als das, was man früher hatte. Also von dem her finde ich es witzig, dass das Civilization gerade, das ist sehr gefühlt für mich sehr konstant in dem Spielgefühl irgendwie. Ne? Mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Dann mache ich vielleicht noch eine Folge. Gucken wir mal. Und ja, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, Servus.